Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch die Produkte zeigen, die ich gelernt habe im Monat Mai. Es ist einiges wieder für mich. Hätte ich gar nicht jetzt so erwartet, dass das wieder so viel ist. Aber ich bin halt eben, wie gesagt, am Schauen, dass ich immer jetzt kontinuierlich ein Produkt benutze von einer Kategorie. Dass halt eben die Sachen auch mal leer werden, weil eben so vieles Neues auch dazu kommt. Und ich bin froh, wenn, wenn die Sachen dann leer sind, ne? Bis gleich. Denk mit Spülmittel, Balsam, Spülbalsam, Papaya und Wassermelone. Der Duft ist echt herrlich gewesen. Ich war jetzt froh, dass er jetzt leer ist, weil er hat doch bei mir 2 Jahre verweilt. Ich glaube, die LE, ja, dieses, nicht LE, sondern diese Geruchsrichtung gab da feuchte Popotücher. Ja, 80 Stück. Ich finde es. Es ist okay, ich kaufe die jetzt dann auch, wenn ich keine Coupons habe oder sowas, aber mir gefallen die von Pampers besser. Wobei ich die jetzt auch nicht schlecht finde, muss ich sagen. Auch Feuchttücher leer geworden sind die von Pampers Fresh Clean. Die sind mir allerdings zu intensiv riechend, also aber schön feucht. Und das mag ich. Die riechen einfach nach Pampers, ja. Auch für uns Popotücher. Die sind schön groß und ja, die sind halt in der Box drin. Ich finde sie nicht schlecht. Ich kaufe die da, wo ich bin. Dann endlich leer ist dieses Glisskur Hair Repair. Am Schluss habe ich mir das so in die Dusche reingekippt, weil da war nicht mehr viel drin. Ich wollte es jetzt einfach leer haben, weil ich habe noch so ein Teil. Und ich bin froh, wenn es dann jetzt, verbraucht es sozusagen. Auch leer gegangen, heute Morgen benutzt nach der Dusche. Das riecht nach Seife, wie pure Seife. Diese billigste Seife, die es gibt. So riecht dieses Glycerinzeug. Das hatte ich jetzt von einer Freundin, weil sie es aussortiert hat, bekommen. Habe das jetzt leer gemacht und würde es mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Es hat 99 Cent gekostet, das ist totaler Schrott. Aussortiert habe ich ein Duschschwamm. Dann fast leer gegangen. Das hatte ich jetzt umgefüllt in eine Nachtpflege, die ich morgens jetzt benutze. War aber nicht viel drin. Das Döschen hebe ich auf für Gesichtsmasken. Ich fand es echt nicht schlecht. Würde es mir auch nachkaufen, wenn es das überhaupt gibt. Das ist von Garnier Ultra Lift Complete Beauty Day Cream. Ja, war okay. Aber für ich kaufe mir dann lieber die Tagespflege von Cien. Die finde ich ganz, ganz auch leer gemacht habe ich hier dieses Balea Softöl Dusche. Ich fand es jetzt nicht so ganz berauschend. Also das hatte ich auch von einer Freundin bekommen, weil sie es aussortiert hatte. War nicht viel drin, aber 2 oder 3 Mal hatte ich damit geduscht gehabt. Ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen. Es hat keinen besonderen Effekt gehabt. Ja, war okay. Die Spülmaschine hat leer gemacht. Klar, Spüler. Ich finde den echt gut. Also ich muss sagen, ich finde die günstigen gut. Ich würde mir auch nicht auf die Idee kommen, den teuren kaufen, außer er kostet genauso viel wie der günstigste. 1 Liter ist drin. Ich finde, der macht genau das, was da drauf steht. Geschirr und Gläser, Besteck und Spülmaschine plus den Filter mit Wasserfleckenblocker. Also es ist wirklich so, auf meinen Gläsern sind eigentlich keine Wasserflecken. Nee, sind keine. Also finde ich echt nicht schlecht. Hab den jetzt von Balea WM. Denk mit. Hier die Papaya-Cremeseife, Buttermilch und Papaya eben. Fand ich ganz angenehm. Muss ich jetzt nicht unbedingt wieder haben, aber irgendwann dann kann es auch wieder rein. Ich finde die wirklich sehr pflegend. Also ich hatte jetzt von Cien eine drin in Benutzung und ich fand, die haben echt ausgetrocknet. Also Babyöl habe ich leer gemacht nach dem Duschen immer. Gute-Nacht-Öl. Ich finde das mit dem blauen Deckel das ist das allerbeste Riechende. Also gerade dieses Gute-Nacht-Zeug finde ich echt gut. Also für den Kleinen würde ich das jetzt nicht benutzen, weil das halt eben sehr stark parfümiert ist. Aber für mich, finde ich richtig gut. Hat noch eigentlich leer gegangen ist dieses Parfüm. Das riecht ja wie das Dior Passion, glaube ich. Ja, für den Bademantel, wie gesagt, habe ich das immer benutzt, damit mein Bademantel gut riecht. Dann leer gemacht habe ich hier einmal, hat die Große da drin gebadet, in Fruchtzauber. Fand ich echt gut. Also
Der Duft war sehr angenehm. Hat das Wasser, glaube ich, orange eingefärbt. Also ich habe sie reingesetzt, sie hat gebadet und als ich dann ins Bad gekommen bin, hat es dann sehr intensiv danach gerochen. Dann zweimal hier die Q10 mit Traubenkern und Hyaluronsäure. Strafft und glättet, beansprucht. Ja, fand ich okay. Muss ich jetzt nicht wieder haben, habe genug Masken, aber die zwei Produkte wären nach. Eigentlich leer gegangen ist dieses Pumpteil. Wie gesagt, vorm Duschen benutze ich das oftmals. Mache ich mir einfach in die Spitzen, so als Haarkur. Das hatte ich jetzt über Nacht mal einwirken lassen. Ich weiß nicht, ob das was macht. Auf jeden Fall hatte ich das heute auch so was Ähnliches benutzt, bevor ich duschen gegangen bin. Ich finde es nicht schlecht, muss ich aber echt nicht wieder haben. Frittiertes. Von meiner Freundin hat sie mir das mitgegeben. Ich benutze es ab und zu mal. Das sind die von Lidl, sehe ich gerade. Die normalen Slip-Einlagen. Ja, wenn man halt sich nicht sicher ist, kann man immer wieder sowas reinmachen. Ich finde es nicht schlecht. Dann ein Blistex ist mir leer gegangen. Er gesagt, den würde ich mir nicht nochmal holen. Der hat mich dann, der nervt mich auf meinen Lippen. Dann sortiere ich was aus, was ständig kaputt geht und mich nervt. Habe extra neues gekauft, dann hat es gehoben und jetzt fliegt es raus. Was echt eklig riecht, ist dieses Cartoon Breeze. Ich dachte ja, das wäre was anderes, aber das war tatsächlich dieser eklige Duft hier. Überhaupt nicht. Ich dachte, es riecht richtig nach frisch. Das riecht irgendwie jedes Mal nach Kotze, wenn ich ins Bad komme. Hab leider noch eins da. Dann auch von Denk mit. Die Farb- und Schmutztücher habe ich ja immer drin. Muss mal schauen, ob ich sie überhaupt brauche. Also ich finde sie schon praktisch, aber ja. Calendula von Weleda. Waschlotion und Shampoo reinigt sanft und pflegt zarte Haut. Fand ich nicht schlecht jetzt für die Anfangszeit. Aber jetzt ist der Kleine etwas älter und wir benutzen jetzt andere von Hip und so. Ich fand, die Pflegewirkung war echt vorhanden. Das Öl zum Beispiel mag ich gar nicht. Das hatte ich auch, glaube ich, bei meiner Tochter nicht gemocht. Also jetzt, wo ich das nochmal für den Kleinen benutzt habe, das Öl, das ist so, das riecht immer ranzig und das raucht eigentlich wie Babypflege ist. Ja. Aber Naturprodukte finde ich eh manchmal, die riechen dann schnell ranzig. Also dann, was ich nicht absoluter Fehl ist hier die saftigen Feigen. Die waren sowas von hart und ausgetrocknet, obwohl die eigentlich bis März 2017 haltbar sind. Die würde ich nicht mehr nachkaufen. Die waren vom Penny. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach das da drin war. Also älter schon keiner gekauft hat. Aber die vom Lidl zum Beispiel kann ich echt gut empfehlen. Aber die würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Dann ein Nagelöl habe ich leer gemacht. Von Essence. Ich habe jetzt gerade das von P2 und von Essence im Gebrauch. Wir benutzen hier die Baby Love, die Vierer. 7 bis 18 Kilo. Ich finde sie nicht schlecht. Ich finde sie sogar manchmal besser als Pampers. Am Anfang hatte ich die Pampers. Die sind ständig ausgelaufen. Ich weiß nicht, woran es lag. Die finde ich jetzt nicht so schlecht. Und auch wenn er gekackt hat und ordentlich gekackt hat, dann läuft er auch nicht so was aus. Also klar, natürlich, wenn man jetzt mega Durchfall hätte oder sowas, dann würde er wahrscheinlich auch auslaufen. Aber sie sind schön hoch, dass da nach hinten nicht rutschen kann. Also die hole ich jetzt immer. Die sind irgendwie nass. Auch eigentlich leer gegangen ist diese Handbutter von P2. Also mir fällt wieder alles aus den Händen. Es roch irgendwann, die roch einfach, als wäre sie schon uralt. War auch nur 12 Monate haltbar. Hier hängen Haare. Ich fand sie nicht schlecht, aber dieses ewige, fettige Zeug da in den Händen, das mochte ich jetzt nicht so. Dann auch Denk mit Waschmaschinenpfleger, zweifach stark. Ab und zu mal benutze ich das, weil ich das Gefühl habe, dass die die Spülmaschine gereinigt ist. Ja, kaufe ich mir vielleicht alle 3, 4 Monate mal. Fand ich jetzt nicht schlecht. Gibt es da einen Unterschied? Also ich finde danach, wenn die Spülmaschine gewaschen hat, sieht die Spülmaschine noch ein bisschen strahlender irgendwie aus. Dann ist mein Nagellackentferner, der mit Aceton von Ebelin. Oh, immer alles aus den Händen fliegen. Nagellack von Ebelin fand ich nicht schlecht, würde ich mir auch wieder nachkaufen. Natürlich trocknet Nagellack die Nagelhaut aus, aber dafür habe ich auch den Nagellacköl.
Quatsch, das Nagelöl. Und ja, für hartnäckige Sachen wie jetzt roter Nagellack oder Glitzerlack. Also ich habe momentan Glitzerlack auf meinen Füßen. Und da finde ich halt eben den Ebelin-Nagellackentferner mit Aceton ganz gut. Oder den von Essence, diesen aus der Gel-Reihe da, diesen blauen, finde ich auch nicht schlecht. Dann sind noch zwei Parfüms leer gegangen. Einmal, ach, ist das ultra eklig, echt. Naomi Campbell Cat Deluxe All at Night. Fand ich nicht schlecht von Duft. Könnte ich mir wieder vorstellen, nachzukaufen. Und Jil Sander Sun fand ich auch nicht schlecht. Irgendwann nervt es, wenn man das jeden Tag aufs Neue benutzt. Aber es ist okay. Dann ist auch ein Make-up oder eine CC-Creme leer gegangen. Hatte ich ja versucht aufzubrauchen. Ist auch mir gut gelungen, finde ich. Also ich habe es komplett ausgekratzt. Ah, nee, da kommt gerade was aus dem Deckel raus. Aber es würde mir auch nicht mal reichen. Also gut, ich hätte es jetzt auch in mein Gesicht geklatscht, hätte ich das gesehen. Aber da war nichts zu sehen. Ist jetzt auch leer. Dann nochmal Feuchttücher von HIP. Also wie ihr seht, ich probiere mich da echt gerne durch. Und immer wenn ich... Schleudere mir das ins Gesicht. Immer wenn ich Coupons habe oder irgendwas dergleichen, dann tue ich auch die Dinger mal kaufen, weil warum sollte ich denn nicht ein bisschen sparen oder so? Ja, ich finde sie okay vom Duft, wie gesagt, also dieser Duft, aber sie sind echt ultra trocken. Dann auch leer gegangen ist mein liebster aschiger Kajalstift gewesen von Altera, Terra Naturi. Fand ich echt nicht schlecht, war mir aber für den Sommer jetzt zu cremig. Also im Winter geht es, aber im Sommer ist der jetzt der von Catrice einfach passender. Aussortiert oder aussortieren werde ich auch diesen Catrice Multistyler Matte Eyeliner. Wie gesagt, die Spitze ist total komisch und er ist wässrig. Also das ist totaler Schrott. So hatte ich den auch gekauft. Hat mich natürlich auch geärgert, dass ich den überhaupt gekauft habe, weil ich nicht gedacht habe, dass das so schlecht ist. Also wie ihr seht, den hatte ich noch nicht einmal benutzt sozusagen, weil er einfach, ich musste mich dann wieder abschminken, weil es total in die Fältchen gerutscht ist und alles betont hat. Und ach, hier werde ich auch diesen Anspitzer von Essence. Er ist, ich habe keine Ahnung, mit dem spitzt man so bescheiden. Also der spitzt nur so die Spitze an, sozusagen. Für manche Produkte ist es vielleicht nicht schlecht, gerade die zu cremig sind, die brechen dann oftmals ab, wenn die Mine zu lang ist. Aber er ist so schmierig, so siffig. Dann auch aufgebraucht ist hier dieses von L'Oréal Casting. Da kommt doch noch was raus. Der Duft war ganz okay. Ich habe es jetzt als Spülung benutzt. Ich hatte die Farbe gekauft, weil da ein Lipgloss dabei oder Lippenbutter dabei war. Aber jetzt werde ich das nicht mehr nachkaufen. Ich färbe ja meine Haare eh nicht. Ich lasse sie strehen. Ja. Dann aus dem Auto rausgeholt habe ich hier Hand- und Nagelbalsam Kamille von Balea. Relativ pflegend war das Ding nicht. Es hat einen leichten Schutz, also gerade so für den Sommer. Wenn ich im Auto gesessen bin und irgendwie gewartet habe auf irgendwas, habe ich meine Hände damit immer eingecremt. Ja, war okay, war okay. Mr. Muschel Kalkfix habe ich benutzt für den Wasserkocher. Ich muss sagen, es ist echt super. Also damit ist wirklich jeder Rest von Kaffee, nicht von Kaffee, sondern vom Wasserkocher. Der ganze Kalk ist raus. Der Wasserkocher sah aus, als wäre er neu. Ich muss echt sagen, das ist ein tolles Produkt. Ich glaube, das ist für 1 Liter gedacht oder so. Also ich benutze es ab und zu mal. Manchmal mache ich es mit Essig, manchmal damit. Ich habe es jetzt gekauft, weil ich gedacht habe, wegen hartnäckigen Kalk. Gerade weil irgendwie das so, ja, weiß ist und dann kommen da die Flocken raus und nee. Sortiert werde ich hier auch diese Granatapfel, das war im Paket drin. Die ist aber nur haltbar bis 2015 und ja, will ich jetzt einfach nicht benutzen. Ich habe so viele Sachen, die sonst jetzt verfallen. Deswegen, ja. Genau, und das war schon, Mädels. Heute war es gar nicht so viel, aber ich wollte einfach den Müll jetzt loswerden und jo. Mal schauen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.